Dreitagesorakel vom 26. bis zum 28. September 2018. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle Dee, ich bin zertifizierte Kartenlegerin und vergleiche auch mit der Numerologie, mit der Astrologie und auch mit dem Human Design System. Auf eine Art, was uns wirklich sehr, sehr viel sehen lässt, dir wirklich jede Frage beantwortet, die dir auf dem Herzen liegt. Da könnt ihr mir eine Nachricht senden zum Beispiel und Informationsmaterial anfordern oder beziehungsweise einfach Informationen, wie man das buchen kann. Und es ist absolut unverbindlich. Alle Infos sind unten in der Infobox. Weiter mache ich auch Musik und bin Sängerin und am Ende von fast jedem Video, welches ich für euch herausbringe, gibt es ein Lied. Das heißt etwas, was ich mit Band mal aufgenommen habe, vielleicht ein Mitschnitt von einem Konzert oder etwas, was ich am Klavier alleine gemacht habe für euch, was ich irgendwie gesungen habe irgendwann mal in einem Videoclip, immer was anderes, also bleibt ruhig bis zum Schluss dabei. Die drei Tagesorakel. Es gibt jeden Tag ein Orakel. Also ich mache die in drei verschiedenen Sprachen. In Englisch, auf Deutsch und auf Polnisch. Und immer, jedes deutsche Video hat immer vorne so den Großbuchstaben D. So dass du einfach weißt, das ist in deutscher Sprache. Und ich mache bei diesen drei Tagesorakeln immer was anderes. Entweder ich schmeiße eine Rune oder ihr bekommt eine Karte oder vielleicht auch ein paar Karten, so ein kleines Mini-Orakel. Oder immer irgendwie. Und jetzt ist es so, dass ich euch sehr, sehr gerne wieder mal die Energien erläutern möchte aus dem Human Design System, also den Transit, der gerade läuft für die drei Tage. Oder beziehungsweise die Transiten und im Vergleich mit der Numerologie. Du musst jetzt die Wissenschaften nicht alle verstehen. Wahrscheinlich wirst du das eine oder andere mitkriegen. Aber wie die Energien funktionieren, das kriegt jeder mit. Also da sorge ich natürlich dafür, dass das verständlich ist. Es ist ganz schön. Man kann nämlich wirklich seine Zeit danach ein bisschen ummodeln. Also ich bin kein Freund davon, nach der Astrologie, sag ich mal, oder nach den Sternen oder nach der allgemeinen Energie jetzt das ganze Leben zu gestalten, weil das Leben passiert und wir können nicht alles wissen. Ich finde es ganz wichtig, oder Dinge überhaupt gar nicht zu machen, weil es Merkur rückläufig ist. Das ist nicht meine Intention, sowas zu vermitteln. Da werde ich auch nochmal ein extra Video wahrscheinlich machen dazu, ja. Aber einfach, wenn du ein bisschen die Freiheit hast, dir deinen Tag ein bisschen zu organisieren, ja, das ist ja dann auch wieder sehr individuell verschieden. Der eine kann das besser, hat mehr Freiheiten darin, der andere ist gebunden an Stundenplan. Das ist natürlich klar, das geht ja nur individuell. Ist das ja dann natürlich immer verschieden. Aber wenn dir das möglich ist, dann ist das sehr, sehr schön, das ein bisschen zu wissen, ja? Oder wenn man Dinge plant im Voraus wirklich. Das sind jetzt nur drei Tagesorakel. Ich werde euch auch etwas zur Verfügung stellen, sobald ich es kann und mir die Ressourcen dann auch, die zeitlichen Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung stehen, könnt ihr auch etwas erwerben, eine Art Kalender, wo ihr das auch nachschauen könnt, mal für ein ganzes Jahr. Ist aber noch nicht so weit, jetzt gucken wir erstmal nur so in die drei Tage, was uns auch schon viel bringt. Mittwoch, der 26.09.2018. Numerologisch haben wir hier einen Einsertag aus der 46. Der Einsertag eignet sich wunderbar, um Alleingänge zu machen, um sich zu überlegen, ich als Individuum, passe ich noch in dieses Konstrukt Familie, in das Konstrukt Firma, ja? In das Konstrukt, das Leben, was ich mir irgendwie bewusst oder unbewusst gestaltet habe, merke, Nicht-Entscheidungen sind auch Entscheidungen. Und zwar, dass sie eben andere Leute für uns übernehmen. Ja, wie auch immer wir wo reingerastet sind, oder vielleicht ist es ja auch schön so. Es kann gut sein, dass dieser Tag ein bisschen ruhiger passiert als andere Tage, auch wenn du im Kontext von Gruppen bist, ja, und Kontext von Gruppen, damit meine ich, vielleicht mit vielen Menschen arbeitest, vielleicht eine relativ große Familie hast oder eine kleinere Familie, also alles, was mit Gruppen zusammenhängt, du quasi drinsteckst oder dort mitarbeitest oder sonst wie agierst innerhalb von Gruppen, kann das gut sein, dass diese Einser-Energie dich entweder auffordert, viel alleine zu initiieren, ja, oder die Initiative zu ergreifen oder der... Wobei, das ist natürlich eine kollektive Energie. Das kommt immer ganz drauf an, wie du auch individuell darauf reagierst. Aber es ist ein Einsertag. Das heißt, es kann gut sein, dass wir uns entweder in der Gruppe einsam fühlen oder in der Partnerschaft alleine fühlen. Und jetzt hängt es an dir. Fühlst du dich dann alleine oder einsam, ja? Ein Mensch, der
viele individuelle Ziele hat oder einfach weiß, wo er hin will, der fühlt sich seltener einsam. Das ist meine Erfahrung, ja. Ich bin so im Human Design, für alle, die sich fürs Human Design interessieren. Ich bin Manifestor. Meine Lebensaufgabe ist quasi, die Einsamkeit auszuhalten. Ja. Aber es ist zum Alleinsein geworden und das ist schon schön, ja, wenn man auch diese Ruhe genießen kann und das kann ich. Auch im Konstrukt von Gruppen, sage ich mal, jetzt am Mittwoch, ist die Energie so, dass die ganzen Interaktionen ein bisschen ruhiger verlaufen als sonst, weil wir haben auch keine Sakralenergie. Wir haben bis zur Hälfte vom Tag haben wir einen Reflektortransit, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Ich zeige euch das mal. So. Also das ist jetzt hier der 26. September 2018. Das ist ein Human Design Body Graph bzw. eine Human Design Körpergrafik. Jeder Mensch hat so etwas bei seiner Geburt. Da werden dieselben Daten genutzt wie in der Astrologie, also Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtszeit. Dann spuckt quasi der Computer heutzutage so etwas raus. Das hier ist auch eine Körpergrafik, ist aber das Symbol für die allgemeine Energie, die uns alle durchströmt. Das sind Zentren, diese Dreiecke, Vierecke, ja, Zentren. Die sind hier nicht definiert. Bei einem Reflektor sind die alle nicht definiert. Das bedeutet, der Reflektor reflektiert, spiegelt die Energien um ihn herum. Es gibt verschiedene Typen. Das ist so eine Spiegelenergie. Wenn du mehr über das Human Design System wissen möchtest, auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch eine Reihe, wo ich mal so das alles mal so basic-mäßig erklärt habe. Und andere haben auch viele Videos gemacht. Ja, schau dir ruhig so viel an, wie du kannst. Und das ist jetzt einfach eine Energie, du hast hier die Chance eigentlich, noch viel, viel mehr dich selbst kennenzulernen. Ja, das ist ein guter Tag, um zu meditieren, um Tagebuch zu schreiben, um so in sich zu gehen halt und sich selber zu beobachten in Situationen. Und du lernst viel über dich. Das ist so ein Tag, der sehr, sehr gut dafür ist. Es ist mehr so eine meditative, weise Energie irgendwie, diese Reflektortage. Wir hatten auch schon einige hinter uns gebracht, ja. Ich als Manifesto zum Beispiel, ich habe keine definierte Richtung und so. Keine definierte Richtung, aber ich bin emotionaler Manifestor. Ich weiß im Moment genau, wo ich hin will. Ganz genau. Ohne diese definierte Richtung. Einfach weil meine Emotionen durch sind und ich emotional das Gefühl habe, so zu sagen, wohin ich möchte. Ja? Ist für alle, die von Human Design jetzt nichts verstehen, ist das jetzt kompliziert. Ihr müsst auch nicht alles verstehen. Nutzt einfach den 26., um alleine was zu machen und euch klar zu werden, inwiefern wollt ihr allein sein und inwiefern wollt ihr nicht mehr einsam sein. Okay, und das ist etwas, das muss jeder für sich beantworten. Am 26. an dem Mittwoch haben wir am Nachmittag, na, wo ist es? Ja, in der zweiten Hälfte vom Tag, ab 12.22 Uhr, haben wir das definierte G-Zentrum und das definierte Willenszentrum. Okay, das heißt, hier ist auf jeden Fall, wenn du für irgendwas Disziplin brauchst, du hast mehr Disziplin als sonst. Ja, du kannst den Schweinehund gut überwinden, geht joggen, wenn ihr das wollt oder so. Ja, für alles, wo es Disziplin braucht, ist gut. Kann man auf jeden Fall diese Energie nutzen. Für alle, die irgendwie eine neue Richtung suchen, ja, arbeitsmäßig eine Richtung, wohntechnisch oder so, das könnt ihr auch sehr gut nutzen, okay? Tut euch mit anderen zusammen oder sucht nach einer Wohnung oder sowas. Das ist, oder überlegt euch einfach, weil es ein Reflektortag. Es reflektiert eure Seele. Nutzt ruhig diese Zeit, um euch zu überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und ich wette mit dir, hier wirst du auf jeden Fall viel, viel mehr Zugriff zu Ideen haben, die dann, wenn die Zeit reif ist für dich persönlich, und das ist wieder individuell verschieden, wo die Zeit reif ist für dich persönlich, eine echte Richtung, die fundiert ist für dein Leben, auch zu bekommen oder ja, zu erhalten. Ich sag's mal ruhig so, okay? Das ist der 26. Mittwoch, dann gehen wir zum 27. Da haben wir wieder einen Reflektorchart. Das ist wieder das Gleiche, was ich euch gezeigt habe mit den ganzen leeren Zentren. Übrigens, für die Tage 26., 27. und 28.
Ja, das ist ja das Dreitages-Orakel für diese Tage. Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben wir alles Reflektortage. Es sind geile Tage, um echt alleine zu chillen, in sich zu gehen, zu meditieren, Tagebuch schreiben, alles was. Oder halt ein Human Design Reading natürlich mit mir zu buchen, ja, wenn du noch nichts darüber weißt. Super Tage, um sich zum Beispiel von mir oder von jemand anderem, einer anderen Beraterin beraten zu lassen irgendwie. Ich mache das auf meine ganz individuelle Art in Kombination mit den Karten und der Numerologie. Es ist der Knaller, was dabei rauskommt. Ich bin gebürtiger Fisch, ja. Ich bin das letzte Sternzeichen. Ich bin numerologisch in meiner Seelenzahl eine 9. Ja. Okay. Ein bisschen Werbung zwischendurch darf ja sein, ne? Ich meine, okay. Also meine Lieben, hier der 26., der 27., ja. Und ach ja, wir haben überall an diesen drei Tagen, und jetzt wieder mehr so für die Human Design Menschen unter euch, es sind immer nur Tore definiert in dem allgemeinen Transit und nicht Kanäle. Wenn man jetzt deine Körpergrafik, deine individuelle, mit dem Transit mischt, also quasi auf dieser App hier, das ist hier Human Design, ich glaube bei Google Play oder auch bei iPhone und Ding, Play Store oder sowas, kannst du Human Design eingeben und dann kriegst du die App eigentlich, ja. Die ist erstmal gratis, Zusatzoptionen kosten halt was, aber nicht viel, ja. So. Und wenn man diese beiden Grafiken mischt, also dein persönliches mit dem Current Design, also mit dem Current Transit, mit dem aktuellen Transit, dann gibt es nochmal eine individuelle Körpergrafik aus dieser Mischung. Verstehst du die Logik? Für manche ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu schwierig. Ich gebe zu, es ist ein bisschen wissenschaftlich gerade, aber es ist halt einfach ein geiles Thema, ja? Ihr müsst nicht alles verstehen, wie schon gesagt. Ich glaube, es hat jeder verstanden, dass am Mittwoch einfach gut meditieren angesagt ist und allein sein oder sich über das Thema Einsamkeit und Alleinsein zu reflektieren, ja, darüber. So, und dann, wenn wir das dann halt in dem Mix haben, ich habe gemerkt, dass an Reflektortagen bei den ganz, ganz vielen Menschen von den Charts, die ich verglichen habe, ich bin kein Wissenschaftler, ja, ich kann nur so irgendwie 5 bis 10 Charts vergleichen, weil ich habe auch nur eine begrenzte Zeit und mich zahlt auch keiner dafür, oder? Ich meine, ich kann nicht den ganzen Tag sitzen und die Charts vergleichen, aber ich habe gemerkt, dass bei ganz vielen Leuten, bei allen, die ich verglichen habe, von den bis 10 Human Design Körpergrafiken, die Zentren undefiniert bleiben, wie bei diesem Spiegelreflektorchart, ja? Oder Körpergrafik. Nur die Kanäle, die erweitern sich. Es kann sein, dass du noch mehr Kanäle hast. Die Kanäle, die sagen auch etwas über Themen und über Energien. Ist aber jetzt zu kompliziert. Also, wir können vor allen Dingen reflektieren über das Thema Beziehung, Partnerschaft. Was will ich von einem Partner? Was erwartet der Partner von mir? Was kann ich geben in der Partnerschaft? Was sind meine Ambitionen? Was hat das für mich mit, wie will ich gefördert werden? Wie will ich andere fördern? Wo will ich hin? Was ist meine Ambition? Also Tor 45 hier. Dann wir bekommen einiges so an Talent. Es kann sein, dass alles, was deine persönlichen Talente sind, du diese auch nochmal rauskitzeln kannst, auch ein guter Tag, um irgendwie sich künstlerisch zu betätigen oder einfach sich über seine eigenen Talente Gedanken machen und könnte das vielleicht ein Teil meiner Berufung sein. Das sind gute Themen. Viel Charisma hier mit den 10 und wir haben das Tor 63, das ist der Zweifel. Ja? Perfektionismus ist gut, aber Perfektionismus ist Kacke. Auf Deutsch gesagt, wenn er dich lähmt, etwas Geiles anzufangen, lass dich von deinen Zweifeln nicht lähmen. Probier es im Zweifelfall aus. Was meinst du, was ich Schiss hatte, diesen YouTube-Kanal zu machen? Ich habe hin und her überlegt mit mir selber. So ein Blödsinn, ja? Ich würde ihn selber gerne gucken, meinen Kanal. Auch wenn nicht alles perfekt ist. Natürlich ist das hier aus meinem Atelier gefilmt. Ja? Nobody's perfect und so. Ja, so, das sind so die Ideen, die ich habe, natürlich noch zu diesem Donnerstag. Donnerstag, 27.09. Hier haben wir einen Zweiertag. Alle partnerschaftlichen Geschichten, ja, Beratungen mit einem Kunden sind so One-on-One-Geschichten, also solche Duo-Sachen, Pärchen-Sachen irgendwie so. Alles, was mit Paar-Dingen zu tun hat. Paartherapien sind hier super begünstigt am Donnerstag, das ist der helle Wahnsinn. Ja, wenn ihr sowas machen wollt oder Gespräche mit dem Partner, Reflexionen über die Ziele und so, der Beziehung, super. Kann ein super toller Abend angezeigt sein, am Donnerstagabend, um essen zu gehen mit einem Partner oder vielleicht mit der besten Freundin, ja, nicht jeder hat einen Partner, das ist wieder individuell. Da müssen wir in deine persönlichen Karten schauen, ja, wie das liebestechnisch dann aussieht oder so.
Okay, ist ja eh nur jetzt für 3 Tage. Wir können natürlich über das ganze Jahr für ein Jahr auch schauen, ja, aber jetzt zum Beispiel. Okay. Gut, wir haben am Freitag, den 28. eine Dreierenergie. Sehr, sehr viel Gruppendynamik. Wenn du der Mensch bist, der nicht so gerne in Gruppen ist, dann kannst du schon organisieren, dich da zurückzuziehen. Verstehst du, was ich meine? Die Leute, die gerne Gruppen wollen, Gruppendynamiken, die sollen hier auf die 12 hauen und gerade sich verabreden. Ja, so ist es halt. Hier haben wir wieder einen Reflektorchart. Wieder die Chance, sich selbst gut kennenzulernen. Und alle Tore, die ich genannt habe, 45, 48, 10, 63 sind aktiv und noch viele andere, aber das sprengt jetzt hier auch voll den Rahmen, ja? Also am 26. Mittwoch kann man gut Dinge initiieren. Du hast eine Richtung und einen Willen, ja, was du willst. Sämtliche Kundengespräche, Kundengeschichten, kann sein, dass einfach Kunden auf dich zukommen, Donnerstag und Freitag, falls du selbstständig bist, eher mal als jetzt an dem Mittwoch. Ja, das sind so die Energien, weil es da einfach ein bisschen mehr abgeht von der Aktivität. Okay? Ja. Das war meine kleine Prognose, meine Lieben. Ihr merkt, es ist halt wahnsinnig viel Wissen. Man kann nicht alles in ein so ein kleines Orakelchen packen. Jetzt sind wir auch schon wahrscheinlich schon wieder bei 20 Minuten oder wie lange filme ich hier schon. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn es an Stellen ein bisschen kompliziert vielleicht war für alle, die sich damit nicht auskennen. Human Design, und das sage ich euch jetzt einfach mal, sieht kompliziert aus. Die Basics sind aber einfach zu lernen und wer Lust hat, kann noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja? Es transformiert und das sage ich dir einfach aus Erfahrung und ich bin 6-3er, emotionaler Manifestor mit sehr vielen, mit einigen relevanten Projektorkanälen. Also ich würde sagen, ich weiß ein bisschen, wovon ich rede auch, ja. Aber meine Lieben, ich sage euch eins, es transformiert echt eure Beziehungen zu sämtlichen Menschen in eurer Umgebung und es ist dermaßen lohnenswert, sich mit Human Design System auseinanderzusetzen auch. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Anschauen, Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und wer eine Beratung möchte, bitte einfach anschreiben. Alles steht unten, WhatsApp, Facebook oder E-Mail. Und einfach nach Informationen bitte fragen. Kriegst einen Infotext und du kannst dich melden, wenn du willst. Musst du aber nicht, weil es nur für Informationen ist. Und jetzt lade ich euch herzlich ein, den Song zu genießen. Das war eure Michelle D. Ciao. I get no kick from champagne. Miracle Hall doesn't throw me at all, so tell me why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I had even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you. I get no kick out of Thomas. Get a kick, though it's clear to me you're obviously don't adore me. I get no kick in a blind, flying too high with some guy on the sky. Yet I get a kick out of you.